Ja, liebe Lilienfans, ich stehe jetzt hier im Nieselregen am Böllenfalltor. Exakt vor 3 Jahren, am 19. Mai 2014, saßen wir in Bielefeld auf der Tribüne. Da war herrlichstes Wetter. Das Ergebnis ist auch bekannt. Darmstadt gewann 4:2. Das war der Beginn des Wunders, das leider morgen im Kleinen endet. Das heißt, morgen in Gladbach steht das letzte Bundesligaspiel an. Schlimm ist das nicht. Das hat jeder damit gerechnet. Nächstes Jahr geht es halt nicht zu Hertha BSC Berlin oder zum Hamburger SV, da geht es zu Union Berlin und zu St. Pauli. Vielleicht geht es auch zum HSV, klärt sich auch erst morgen. Für die Darmstädter steht, wie gesagt, morgen das letzte Spiel an. Michael Esser wird wahrscheinlich fehlen, der Torhüter hat eine Oberschenkelzerrung. Auch Felix Platte wird nach Lage der Dinge nicht spielen können, aber das Sportliche ist relativ unbedeutend an diesem letzten Spieltag. Danach geht es in Urlaub, Mitte Juni startet dann die Vorbereitung auf die Zweitligasaison. Es gibt mittlerweile auch einen weiteren Neuzugang. Jamie McLaren aus Australien wurde verpflichtet. Er hat einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben. Er ist ein Stürmer und von ihm hält Thorsten Frings große Stücke, auch wenn er, wie ich schon sagte, nur in Anführungsstrichen aus Australien kommt. Dennoch, er spielt im Confed Cup. In einigen Wochen wird er gegen Deutschland auch zu sehen sein. Nächste Saison dann hier im Böllenfalltor. Und von hier aus verabschiede ich mich jetzt auch. Bis nächste Saison.